Familie Kaiser. Ja, den Ben hätte ich dann gerne auch. Der ist kurz auf die Toilette. Ja, der kommt gleich wieder. Ben, alles okay? Alles gut? Nicht. Komm mal mit, komm mal bitte mit. Tabea, ja, Ben, komm mal bitte. Was hat er denn? Was hat er denn? Setz dich einmal bitte kurz hier hin, ja? Tief ein- und ausatmen. Er bekommt schlecht Luft, er sagt, das Spray funktioniert nicht. Ja, dann holen wir bitte Salbutamol-Inhalation und Sauerstoff brauchen wir einmal. Ben ist tatsächlich ein bekannter Patient bei uns, weil er ein Asthma bronchiale hat, was man eben auch engmaschiger mal kontrollieren muss. Es hat sich dann allerdings gezeigt, dass sein Asthma in dem Augenblick, wo er bei uns war, dann doch nicht mehr ganz so gut therapiert war. Kennst du das, die Lippenbremse? Immer so. Genau. Das haben wir schon mal geübt. Was hat er denn? Das verstehe ich doch gar nicht. Du kriegst jetzt gleich einmal das Inhalationszeug und ein bisschen Sauerstoff, dann wird das gleich besser. Dann kann ich das einstellen. So, guck. Zack. Schön tief einatmen. Versuch die Lippenbremse zu machen, ne? Wie kann das sein? Doktor, wie kann das sowas immer durch die geschlossenen. Wir kümmern uns jetzt gerade erstmal um ihn. Immer durch die geschlossenen Lippen. Geht's? Es wird besser? Okay, super. Ben hat ja eigentlich schon so ein Asthma-Spray und hatte das auch in dem Moment benutzt. Es hat nur leider eben nicht gewirkt. Was wir gemacht haben, war dann eben ihm eine Maske aufsetzen. Darüber haben wir inhaliert und ihm auch gleichzeitig Sauerstoff geben können. Und überraschenderweise hat das sehr, sehr schnell angeschlagen, was ich natürlich nicht erwartet habe, denn es war eigentlich derselbe Wirkstoff wie in seinem Spray. Wieder er kriegt jetzt die Inhalation erstmal hier. Vielleicht hat er auch nur einfach einen Infekt oder irgendetwas. Ja, wir machen einen Lungenfunktionstest. Wir gucken ihn uns noch mal ganz genau an. Aber so lasse ich ihn jetzt definitiv nicht wieder mit Ihnen nach Hause. Sättigung war gut jetzt? Sättigung ist jetzt okay. Weil sowas hattest du noch nie gehabt. Ich gucke mir das Spray gleich noch mal an. Ne? Jetzt bekommt er seine Inhalation von uns. Die Ärzte schauen nach. Ne? Genau. So. Halte durch, du bist doch so ein Kämpfertyp. Dann komm mal mit. Okay, mit. Dann würde ich sagen, auch noch gucken hier. Wir mal, dass wir ins Zimmer kommen. Wir gehen zusammen. Was ist los? Was stellst du dich jetzt so an? Wir sind doch wegen deinem Bruder hier. Was hast du denn? Ja, ist doch alles gut. Was heißt ja, wieso stehst du so komisch da? Wieso hältst du deinen Arm fest? Hey, ja, darf ich nicht meinen Wollen Arm wir einmal festhalten? Gehen? Nee, da stimmt irgendwas nicht. Zieh mal bitte deinen Oberarm. Komm mal her. Komm mal her. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Ich bin doch deine Mutter. Nee. Wenn das jetzt was ist das denn für ein Rucksack? So schwer. Mensch, musst du das immer so schwer schleppen? Darf ja, was ich soll ich denn machen? Komm. Wenn das so schlimm wehtut, dann möchte ich mir das einmal anschauen. Frau Doktor, schauen Sie bitte nach, weil irgendwie will mein Kind mir das gar nicht zeigen. Sie hatte immer mal wieder so ein komisches Lächeln im Gesicht und andererseits dann aber doch wieder so die Stirn ein bisschen entfalten. Und ich konnte das schwer einschätzen. Hat sie irgendwas anderes, was sie noch verstecken will? Jetzt siehst du das einmal aus, bitte? Wovor hast du Angst, Schatz? Es ist doch nicht so schlimm. Ich möchte mir das einmal anschauen. Mir geht es doch gut. Was heißt denn Sie das bitte Wieso auf. Bist du so nervös? Ich verstehe das nicht, Schatz. Ja, wenn ihr unbedingt wollt, dann... Wo tut es dir weh? Zeig mir mal. Oh Gott. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch alles gut. Es sind da nur ein paar blaue Flecken. Hast du das mal gesehen? Was ist passiert? Guck mal deinen Rücken an, mein Schatz. Ja, ich weiß. Was heißt du? Was? Jedenfalls habe ich sie mir angeschaut und habe dann doch schon relativ viele Hämatome entdeckt, sodass mir dann klar war, dass sie tatsächlich Schmerzen haben muss. Es ist doch alles nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Also jetzt raus mit der Sprache. Ich habe jetzt keine Nerven. Der Ben jetzt mit dem Asthma. Jetzt du. Jetzt erklär mal bitte, was los ist. Ich habe keinen Nerven mehr. So, jetzt ist mal genug mit der Diskussion. Ich möchte jetzt wissen, was passiert ist. Ja, also ich bin in der Schule hingefallen. Das muss aber ein ganz schön heftiger Sturz gewesen sein, ne? Weil man, also das sind schon heftige blaue Flecken. Und gerade das hier an der Seite, das sieht nicht gut aus. Die Hämatome waren schon ziemlich beeindruckend, die Emmy da hatte. Solche Hämatome von einem Fall auf dem Schulhof, das konnte ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen. Du hast so ein Riesenhämatom da, dass ich mir schon Sorgen mache, dass da vielleicht auch was an der Niere ist. Ich möchte mir das einmal im Ultraschall anschauen. Ja, ist schon alles nicht so schlimm. Bitte, warum willst du mir das nicht erzählen? Ja, zieht schon ein bisschen. Siehste. Kannst du das T-Shirt einmal ein bisschen hochmachen, dass ich da dran komme? Ja, ich hatte schon öfter blaue Flecken. Ich muss auf jeden Fall in der Schule anrufen. Ich verstehe nicht, wieso mich kein Mensch informiert. Brauchst du nicht in der Schule anrufen? Oh, doch. Wieso denn? Doch, das muss gemacht werden. Hat dich jemand gestoßen, oder? Es ist alles gut. Ja. Ich habe das schon zigmal gehört. Jetzt gucken wir mal erstmal mit dem Ultraschall, ob das jetzt nicht so schlimm ist. Also man sieht schon, dass da deine Niere so wie so ein bisschen geprellt ist. Ne? Wir sehen aber keine richtige Blutung, also keine freie Flüssigkeit, das ist schon mal gut. Trotzdem ist so eine Nierenprellung nichts,
womit ich sie jetzt nach Hause schicken kann. Ich weiß, sie sind nur zur Kontrolle gekommen für ihren anderen Sohn und haben jetzt zwei Kinder hier, aber ich lasse sie so nicht gehen. Ich verstehe das. Ich kann nicht hier bleiben. Ich will nach Hause. Nee, warte mal. Wir wollten heute so einen schönen Tag zusammen machen. Ja, deswegen wollen wir ja auch nach Hause. Nee. Also wenn du schon sagst, du hast auch Schmerzen beim Pipi machen, ist ganz wichtig, dass wir einmal eine Urinuntersuchung machen. Wir müssen gucken, ob Blut im Urin das ist. Auch. Du hast Bettruhe, ja? Ein bisschen Antibiotika wirst du noch bekommen. Das ist nichts, womit man spaßen kann. Ja? Wir wollten so einen schönen Tag zusammen. Was wir haben so wenig vor? Zeit miteinander. Wir haben auch nicht so viel Geld. Und heute habe ich ja extra mitgenommen. Und extra was zurückgelegt für den Tag? Selbstverständlich. Wir wollen das Beste für unsere Kinder, obwohl wir nicht so viel haben. Und heute sollte das so ein schöner Tag für uns alle sein. Und dann sowas. Du. Was ich vielleicht mal klären würde, ist, wenn sie wirklich in der Schule gefallen ist, warum denn die Schule nicht Bescheid gesagt hat. Das ich geht nämlich auf nicht. Auf jeden Fall jetzt aber alles und andere fragen. Klären wir dann ja. in den nächsten genau. Stunden und genau. Tagen. Ja? Bei Nierenverletzungen gibt es natürlich unterschiedliche Grade. Wenn es jetzt nur eine einfache Prellung ist, dann ist das sicherlich etwas, was man konservativ behandeln kann, was eigentlich völlig unproblematisch ist. Wenn man natürlich eine schwere Verletzung hat, ein richtiges Trauma, kann das gehen bis zu einer totalen Nierenentfernung. Nachdem Emmy eine Urinprobe abgegeben hat und stationär aufgenommen wurde, schaut Tabia Rode nach dem jüngeren Bruder des Mädchens. Denn die Ärztin weiß inzwischen, warum das Asthmaspray des 13-Jährigen bei seinem vorangegangenen Anfall keine Wirkung zeigte. Also offensichtlich geht es ihm ja schon besser, ne? Weil er ja wieder ganz, ganz toll hier mit seinem Bruder Videospiele spielen kann. Wir haben gesehen, dass als wir das Inhalationszeug ihm gegeben haben, ne, und ihm diese Maske aufgesetzt haben, dass es eigentlich ganz schnell besser wurde. Das heißt, dass eigentlich die Medikamente gut wirken. Das ist ja derselbe Wirkstoff, der in dem Spray auch drin ist, das sie auch haben. Ja. Ne? Dann stellt sich natürlich die Frage, warum wirkt es bei uns, warum wirkt es aus dem Spray nicht? Ich habe mir das Gerät einmal angeschaut, was sie da hatten, und ich habe es auch mal mitgebracht. Ich kann es Ihnen zeigen. Sehen Sie das? Was ist denn? Da passiert nichts. Gar nichts. Was ist? Ist es verstopft? Es kommt nichts daraus. Oh nein. Es ist verstopft. Das ist die Ursache da, ne? Ja, und ich weiß nicht, hast du es mal gereinigt? Wann hast du das letzte Mal gereinigt? So? Ja, ich dachte, das ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig, das ist lebenswichtig. Ben, du musst da wirklich drauf achten, ne? Wir haben ja auch noch mal eine Schulung, dann können wir dann noch mal, ne? Ja. Ich zeig's dir noch mal. Gott sei Dank war in Bens Fall das Rätsel nicht ganz groß. Natürlich behalte ich Ben dann jetzt trotzdem noch mal eine Nacht da. Einmal zur Beobachtung, der Asthmaanfall war ja schon da. Ich möchte natürlich trotzdem wissen, warum ist es dazu gekommen? Gibt es eben doch einen Infekt, der da zugrunde liegt? Kommt es noch mal zu so einem Anfall? Und andererseits möchte ich auch gerne ihn einfach noch mal schulen im Umgang, weil offensichtlich hat er noch nicht alles ganz verstanden. Und da möchte ich einfach sicher gehen, dass das so ist, wenn er unser Haus wieder verlässt. Als der Ärztin eine Stunde später die Untersuchungsergebnisse von Bens Schwester vorliegen, hat Mutter Lydia inzwischen erschreckende Neuigkeiten von Emmys Lehrer. Und das bleibt an diesem Tag nicht der einzige Schock für die Eltern. Ich habe gerade mit der Schule telefoniert, die war heute gar nicht in der Schule. Emmy? Emmy war heute nicht in der Schule. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Die hat blaue Flecken, die war nicht in der Schule, schwänzt die. Das ist aber vielleicht eine Sache, die wir später immer noch besprechen können, wenn es ihr vielleicht mal besser geht oder so, weil ich habe jetzt gerade die Ergebnisse von dem Urin da und wir haben Blut im Urin gefunden und das ist auf jeden Fall nicht gut. Ne? Wir haben ja schon gesagt, sie hat eine Nierenprellung. Ja. Das zeigt, dass die Nierenprellung auch schon deutlich ist und das müssen wir auf jeden Fall kontrollieren. Dann muss sie auf jeden Fall hier bleiben. Sie braucht Bettruhe. Wir müssen den Urin auch weiterhin kontrollieren, bis der wieder richtig klar ist. Also ich würde sagen, ich fahre ein paar Klamotten holen. Und was ist das denn jetzt für ein Mädchen? Entschuldigung, die liegt doch allein im Zimmer, oder? Ja, ihre Tochter. Kennen Sie nicht? Ich kenne die nicht. Du kennst die beiden? Ich kenne die auch nicht. Also, wer sind das für Mädels? Warte mal ganz kurz. Ich hol den Schlüssel. Ich gehe schon mal vor. Ja, geh doch mal, Nico. Ich komme gleich nach, ja? Ja. Mädels, wieso kommt die jetzt schon raus? So, Schatz, du weißt ja, wo die Sachen sind. Die liegen ja im Schrank, ne? Packst ja die schöne Tasche. Meld dich mal, ne? Und, wir gehen einfach. Oh, was ist denn da los? Oh, holst du einmal schnell den Rollstuhl, bitte? Ist alles in Ordnung? Ja, es geht. Hast du dir wehgetan? Tut der Rücken wieder weh? Ja. Oh, nicht schade. Wir müssen mal ganz schnell ins Aua. Wir holen dir einen Rollstuhl. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Hast du einen Rollstuhl? Ich bin doch dein Bruder. Einmal in den Rollstuhl.
Ist das sehr schlimm? Ist es jetzt noch schlimmer geworden? Kann ich Ihnen jetzt gerade noch nicht sagen. Amy, Schatz, pass auf. Das war doch nicht meine Absicht. Das verstehe ich. Hast du dir sehr weh getan? Ist das jetzt besonders schlimm? Sie bewahren jetzt bitte einmal Ruhe. Ich möchte... Nee, jetzt ist gut. Ich rede jetzt. Ich bringe Sie jetzt rüber ins Behandlungszimmer. Ich mache jetzt einen Sono. Und dann kann ich Ihnen gleich sagen, ob es schlimmer ist. Aber ich kann jetzt noch mehr durcheinander Nichte brauchen. Okay? Ich sage Ihnen gleich, wie schlimm es ist. Bleibst du bitte bei... Ja, ich gehe mit in den Behandlungsraum. Okay. Jetzt warten Sie erstmal. Das wird schon... Wieso hast du mit ihr gestritten? Was ist hier? Ich wollte wissen, was das da ist. Was ist hier überhaupt? Was ist das? Was ist das für ein Mist? Ja, ich weiß es doch nicht. Das sind doch die Mädchen irgendwie mit... Quatsch, was macht das hier überhaupt? Da sind doch die Mädchen mit rausgekommen, oder? Ja, deswegen habe ich mich gewundert. Deswegen habe ich daran gezogen. Ich verstehe überhaupt nichts. Weißt du überhaupt, was hier überhaupt... Nein, ich weiß es nicht. Jetzt beruhigen Sie sich. Sie können das alles mit Ihrer Tochter erklären, wenn sie wieder aus dem Behandlungszimmer rauskommt. Mama Lydia kann sich nicht erklären, woher ihre Tochter das Geld für derart viele Kosmetikboxen hat. Zumal sich die 15-Jährige bisher kaum für Make-up interessierte. Doch die Sorge, Emmys Niere könne durch den erneuten Sturz bleibende Schäden davongetragen haben, beschäftigt die Dreifachmama weitaus mehr. Emmy, es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ich wollte dich nicht schubsen und ich wollte dir auch nicht wehtun. Nur ich wollte einfach wissen, was du da hattest. Ja, ich finde super, dass du dich entschuldigst. Ich muss mich im Prinzip auch noch mal entschuldigen. Ich war nämlich gerade ganz schön ruppig, aber es gibt Situationen, da kann ich nicht mehr mit Ihnen diskutieren. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, Moment, dafür kann ich Ihnen jetzt sagen, dass alles in Ordnung ist. Was heißt alles in Ordnung? Also es ist jetzt auf jeden Fall nicht schlimmer geworden. Das ist ja so schön. Gott sei Dank, es war alles gut und wir konnten die konservative Behandlung so weiterlaufen lassen. Im Prinzip kann ich Ihnen jetzt erstmal nichts weiter dazu sagen, als dass sie jetzt Bettruhe halten muss natürlich. Sie bleibt heute über die Nacht da. Genau, sie bleibt hier, sie hat Bettruhe. Ja, ja. Und das machst du jetzt bitte auch. Es war nicht in Ordnung, dass du hier aufgestanden bist. Es ist nicht in Ordnung, dass wir hier so einen Klamauk haben und ich möchte das auch auf jeden Fall nicht noch mal sehen. Ja? Ab sofort Bettruhe. Auf die erste schön hören. Hast du verstanden, Schatz? Ja. Ja. Hast auch schon genug verbockt. Du kannst mir bitte sagen, das, was ich in dem Rucksack fand, was ist das überhaupt? Wieso brauchst du so viel? Ich verstehe überhaupt. Kannst du mir bitte erklären? Ja, also, das ganze Geld. Du hast doch gar nicht so viel Taschengeld, das zu kaufen. Ja. Hast du das geklaut, oder? Nein, ich hab nicht geklaut. Das würde ich doch nie machen. In der Schule warst du auch nicht, hat die Mama gesagt. Ja, du hast in der Schule geschwänzt. Mädel, du weißt ja, wie ich mich dabei fühle. Ich mach mir doch Sorgen. Ja, also es gab in so einem Shop in der Innenstadt so einen Beautyboxen-Sonderverkauf. Und dann bin ich da halt heute hingegangen, hab dafür die Schule geschwänzt. Aber nur heute, wirklich die letzten Tage. Ich war nur heute nicht in der Schule. Und dann wollte ich da halt diese Beautyboxen kaufen, weil die waren da so billig. Und dann waren da so viele Menschen, die haben sich geschubst und gedrängelt und getreten. Und weiß ich nicht, dann lag ich irgendwann auf dem Boden und haben die irgendwann nur noch sind über mich drüber gerannt und neben mich. Passen müssen auf dich auf, ne? Und neben mich und weiß ich nicht. Und dann. Aber wofür brauchst du das denn, Schatz? Wofür so viel? Wofür? Wozu? Guck mal, das ist so lebensgefährlich sogar. Du bist voll mit blauen Flecken. Du hast dich in ein Risiko. Deine Verletzungen kommen jetzt. Ja, ich bin da niedergetrampelt worden, weil da so viele Menschen waren. Ja, die waren heute 2-1. Die waren mega billig, Mama. Wofür brauchst du das? Ja, also du und Papa, ihr habt doch bald Hochzeitstag. Und ich dachte, wenn ich die Beautyboxen billig kaufe und dann teuer wieder verkaufe, dann nehme ich jede Menge Geld ein und kann euch was Schönes zum Hochzeitstag schenken. Und naja, Nico und Ben habe ich erst gar nicht gefragt, weil die schließen mich ja eh immer aus mit ihrem Zocken und so. Und dann dachte ich, ich kaufe euch was Schönes, weil ihr gebt uns so viel als Eltern. Aber ein bisschen vorsichtig, ne? Ja. Ich gebe nicht so viel zurück und dann dachte ich, ich mache euch vielleicht eine Freude. Das ist so lieb von dir. Aber das brauchst du doch gar nicht. Wir haben euch doch alle so lieb. Ja, aber ich wollte euch was zurückgeben. Du bist so süß. Vorsichtig. Vielleicht kannst du ja auch beim nächsten Mal mit uns mitspielen, nicht wahr, Ben? Ja. Aber mach das nie wieder sowas. Deine Gesundheit geht vor und von dir und von dir auch.
Ja. Mir ist es wichtig, dass ihr alle gesund seid, verstehst du? Ja, verstehe ich. Aber ich schätze das sehr. Ja, ich werde das dem Papa sagen, der Papa wird sich zwar freuen, aber mach so einen Quatsch nicht wieder. Hast du mich verstanden? Ja. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Das machst du bitte nicht nochmal. Du hast jetzt gesehen, was daraus resultieren kann, ne? Ich möchte, dass du dich jetzt bitte in dein Bett legst, ja? Und dich jetzt einfach nur noch auskurierst. Und wir sagen dir Bescheid, wenn du wieder aufstehen darfst. Das machst du nicht von alleine, ja? Asthma-Patient Ben durfte am Folgetag nach Hause und auch seine Schwester wurde nach 3 Tagen Bettruhe aus der Klinik entlassen. Die Niere der 15-Jährigen hat sich vollständig von den Prellungen erholt. Emmy und ihre Brüder haben heimlich zusammengelegt, um ihre Eltern zum Hochzeitstag mit einem großen Familienausflug zu überraschen.